Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich heute mal hier im Rangierdienst mit der Foslo G6, während sich der Regionalzug neben uns in Bewegung setzt, mit der 143 vorne dran. So, wir stehen aber hier oben und es geht darum, dass wir einen Zug zusammensetzen. Und zwar bereiten wir einen Containerzug vor. Ich glaube, wir müssen die Richtung. Oder wo müssen wir? Ne, wir müssen jetzt erstmal geradeaus. Die Weiche ist gestellt. Das passt dann soweit. Also in die Richtung. Okay, so, was müssen wir denn noch machen, um den Zug aufzurüsten? Mal hier Spitzenbeleuchtung auf Rangieren, Federsprecher lösen, Gangschaltung auf Rangiergang, Geschwindigkeitsregler lassen wir aus, Treppenbeleuchtung hier bitte, Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht, PZB brauchen wir jetzt zum Rangieren auch nicht. Dann einmal den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung und dann können wir fahren. Bremsen lösen sich. Foslo G6, gebaut von TSG, von Trains in Germany. Meiner Meinung nach einer der besten Fahrzeuge, die wir hier im Spiel haben. So, VMAX natürlich 25, weil wir rangieren wollen. Sollen wir vermutlich da hinter der Weiche anhalten. Wohl noch vor dem Signal, gilt das überhaupt für uns? Müsste ja eigentlich, ne? Ich wüsste nicht, für wen das sonst gelten würde. So. Hat nicht geklappt. Sind wir schon übers Ziel hinausgeschossen? Oh, ist das sowas? Ach, toll. Einmal hier auf Null. So, das hat geklappt. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen an Waggons ankuppeln, an die hier. Die Weiche können wir nicht selbst stellen, das heißt also, die wird schon gestellt sein, genauso wie hier. So, wie sieht es mit den Signalen aus? Ich weiß nicht, ob das hier für uns gilt. Ja, Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Wir könnten auch theoretisch den Fahrertisch wechseln, aber
du mir auch lassen. Darauf achten, dass wir nicht schneller als 25 werden. Unser Zug, der rechte. Oder? Ja. So, langsam heran. Schön hier, wie dieser diese Verladeplattform sich auch bewegt. Zug durch. Aufziehen, damit wir ankurbeln. So, einmal kurbeln. Wieder hoch auf die Lok. Tür zu. Helm weg. So, jetzt müssen wir wohin? Dahin. Okay, also einmal geradeaus weiter. Signale sind grün. Also Fahrtrichtung einmal wechseln. Achso, erstmal den hier in neutral Stellung bringen. Jetzt die Fahrtrichtung wechseln und Zugbremse ist gelöst. Lokbremse ist gelöst. Leistung dazu. Vielleicht nicht 100%. Da hat die Lok ordentlich zu schuften. So, das Signal dürfen wir überfahren. Da die PZB aus ist, drücken wir es auch noch nicht auf PZB-Befehl. So,
So, und dann halten wir in 500 Metern an. So, die 25 sind erreicht. Fahren wir noch 300 Meter, ich denke mal bis irgendwo über vor die Weiche. Für uns geht es geradeaus weiter. Da rechts das Signal ist grün, das heißt also vielleicht kommt gleich noch ein Zug vorbei. Ah, das ist auch schon. Wie gerufen. S8 nach Hagen. Witzig. So, wir halten jetzt gleich an. Wir nutzen dazu mal. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen weiter rollen. Ja, dass der Zug auch komplett hier die Weiche freigibt. Es geht leicht bergauf, deshalb tut sich unser Lok hier gerade extrem schwer. So, und einmal anlegen. Und was jetzt? Anhalten in Wuppertal-Langerfeld neben die Eiswurstes. Wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Müssen wir jetzt die Fahrtrichtung wechseln? Ich glaube schon. Oder müssen wir irgendwie vorne rankuppeln? Ne, das geht gar nicht. Wir haben hier keine Weichen. Also müssen wir jetzt im Grunde genommen rückwärts fahren. Wir fahren dann so. Hier hin. Okay, dann du bist in Neutralstellung. Und Rückwärtsfahrt gelöst und wir rollen sogar schon. So, wir stellen uns jetzt einmal hier praktisch auf die Rangiererposition. Ja, ein bisschen was vom Zug will ich sehen. Hier stellen wir uns mal hin. Die Bremse habe ich schon voll drin. Das können wir jetzt wieder auslösen. Ja, so sieht es aus, wenn man Trainhopping betreibt. Würde ich niemals machen. Handlauf. Ja, gehen wir mal an. Können wir uns hier festhalten.
Aber wir sollen in 600 Metern anhalten, aber das Signal ist in 400 Metern. Aber vermutlich wird das hier von der Lok ausgezählt. Hoffe ich mal. Wir halten mal vor dem Signal da an. Wäre mega, wenn man die Container repainten könnte. Noch 200 Meter. Ich leg mal langsam die Zugbremse schon mal an. Das hat gereicht und die Fahrzeuge abgekühlt, zurück in den Führerstand. So, kann ich auch aufhalten. Helm. Tür auf. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass das richtig ist. Hier sein. Jawohl. Einmal wieder auf die Lok. Helm ablegen und hinsetzen. Ausgewählt und dann müssen wir zurück dahin. Signal ist grün, sehr schön. Dann können wir Leistung aufschalten. Einmal schnell hoch auf die 25, damit wir nicht weiter Zeit vertrödeln. Die Foslog 6, gebaut von TSG, von Trains in Germany. Das steht natürlich für Qualität. Das ist der gleiche Mensch, der uns unter anderem die Baureihe 110 gebaut hat. Also kann man schon sagen, ja, das ist Qualität. Danach machen. Ah, wir haben noch einiges zu tun. Punktlandung. Jetzt müssen wir an diese Wagen hier ankuppeln. Das heißt also einmal den Geschwindigkeitsregler auf aus, Rückwärtsfahrt auswählen und auf geht's. Okay, wir dürfen fahren. Thank you.
wären wohl die Wagen? Nee. Die ganz rechts, ne? Ja. Noch ein gutes Stück. Fahrt. Und jetzt müssen wir wieder dorthin. Signale sind grün. So langsam den Zug strecken. Auch schön, dass es hier sogar Geräusche macht. Also der Kran hier. Führerhäuschen. Da dürfen wir drüber fahren. Nehmen wir die Leistung wieder raus. Okay, noch 260 Meter, dann halten wir an.
Also ungefähr die gleiche Position wie vorhin. Hauptsache der Zug ist hier einmal über diese Weiche. Wobei ich glaube, diese Weiche ist sogar irrelevant. Was ist denn eigentlich hier unten? Frage ich mich. Einfach so ein kleiner Industrieanschluss hier. Ah, guck mal. Das geht sogar. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die diese Technik zum Betanken und sowas, dass das schon auf dieser Strecke drin war. Gut, es wurde halt nie genutzt, weil es keine Dieselfahrzeuge gab, aber... Krass. Geht das mit der G6? Hat man da eine Aufgabe für sowas? Ein bisschen mehr Leistung. Komm schon. Wo ist der Sonder? Ist ja auch egal. Halt an. Rollt der Zug einfach weg. Information ankuppeln. Okay. Ja gut, dann wollen wir mal. Ne? Also den hier wieder auf Ausstellen. Fahrtrichtungswende rückwärts. Einmal auf die Karte geguckt. Ob die Signale gestellt sind. Das sieht ganz danach aus. Dann einmal beim Fahrdienstleiter nachfragen. Jawohl, wir dürfen. Dann können wir jetzt die Bremsen lösen. Jetzt geht's. Liebe Lok, was ist dein Problem? Ich versuche das herauszufinden. So, ich glaube, jetzt geht es. Also, die Bremsen sind aber noch angelegt. Wie kann das denn sein? So, ich glaube, wir müssen einfach nur ganz lange warten. Hier, ihr seht langsam, wie sich die Nadel Richtung 0 senkt. Ja, wir sind jetzt bei 0,2 bar. Na? Vielleicht klappt das jetzt.
Pech. Jetzt. Also gefühlt fahren wir gegen angezogene Bremsen an. Das wirkt schon sehr schnell, wenn man so krass in den Weitwinkel geht. Wir sind gerade bei 25 km/h. So, einmal schon mal die dynamische Bremse auf Maximum. War bestimmt nicht so gesund für die Puffer. So, wo müssen wir denn jetzt hier? Ach Gott, wenn ich jetzt nur wüsste, wo hier. Hier, der Handlauf war doch oben. Wo war denn der Handlauf oben? Hier nicht. Nicht. Sind nicht überhaupt beim richtigen Zug. Doch, da ist die Lok. Nee. Nope. Sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Eieiei. Der muss es sein. Ja, der ist es. Erledigt. Handlauf runter. Einmal auf Vorwärtsstellung. Und dann müssen wir jetzt wohin? Angezeigt. Wo denn?
Achso, ich muss den Zug einfach noch ein bisschen weiter nach vorne schieben, kann das sein? Ich glaube schon. Aber noch bis zum Signal heran. Können wir, glaube ich, hin. Dann mal rückwärts. Warum müsste ich denn die Bremse jetzt schon wieder nicht? Verstehe ich nicht ganz. Wenn ich das loslasse, zieht sich die Bremse wieder an. Ah, wir müssen schon wieder ein bisschen warten, glaube ich. Okay, wir machen mal einen kleinen Cut. Tja, ganz nebenbei kann man nochmal bewundern, wie hier die Container hin und her verschifft werden. Ja, schon nicht schlecht, ne? Und das, obwohl die Strecke so alt ist. Finally, das hat echt lange gedauert. Gut, aber merke, ein langer Zug braucht nun mal lange, bis die Bremsen sich lösen. So ist das halt. So. Lok bewegt sich schon, der ganze Zug aber noch nicht. Wobei die Lok bewegt sich auch noch nicht. Bewegt sich das denn jetzt nicht? Die Bremsen sind ja gelöst. Ich weiß es nicht. Ich probiere noch ein bisschen was aus. Moment. Wir sehen uns gleich wieder. Naja, also alles, was ich versuche, wird irgendwie nichts. Gut, dann weiß ich ehrlich gesagt aber auch nicht mehr weiter. Von daher muss ich mich dann zwangsweise von diesem nicht ganz erfüllten Rangierauftrag. Ich wünsche euch aber trotzdem alles Liebe, alles Gute. Tschüss, tschüss.